Meine Lieben, wir gehen in eine sehr schöne Osterwoche hinein, zumindest aus der Betrachtung der astrologischen Aspekte. Ja, unsere Sonne und unsere Venus, die verwöhnen uns in der kommenden Woche sehr mit einer sehr schönen Umarmung. Und auch unser Merkur, das ist ja unser Denker, Planer und Geschäftemacher, der wechselt das Zeichen. Meine liebe Community, meine wunderbaren Zuhörer und Interessenten, die neue, die kommende Woche, die hat wirklich sehr, sehr schöne Grundqualitäten mitgebracht. Und damit steht die ganze Woche auch unter diesen strahlenden und harmonischen Kräften. Ob man die nutzt oder wie man die nutzt, hängt natürlich von jedem selber ab und auch wie er selber mit seinem eigenen Horoskop dazu platziert ist. Diese Energie, die ich gerade beschrieben habe, heißt natürlich nicht, dass das eine ruhige Zeit ist, denn wir wissen ja, wir sind in die Widderzeit hineingegangen und das ist alles andere als ein ruhiges Zeichen. Ich begrüße euch erstmal ganz herzlich. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige und Führungskräfte. Du bekommst von mir eine genaue Analyse, wann der richtige Zeitpunkt für den Beginn eines neuen Projektes oder auch für eine Investition oder irgendein anderes Ereignis deines Lebens dir wichtig ist, dann kannst du das von mir ganz einfach bekommen. Wenn du auf meine Webseite gehst, www.babel-röpping.de/beratung, kommst du ganz schnell zu mir. Ansonsten kannst du auf YouTube auch ganz einfach auf das i oben klicken und dann kommst du auch ganz leicht zu mir. Ja, und wenn du Informationen schnell und unkompliziert haben möchtest, dann abonniere ganz einfach auch meinen Kanal, denn dann bist du immer up to date mit allen Informationen direkt in, also bekommst du alles, was du brauchst, sofort. Und jetzt steige ich mit dir in das Wochenhoroskop ein vom 29.03. bis zum 4.04.2021. Ja, die Widderkräfte. Also die gehen natürlich, wie wir wissen, immer nach vorn. Widder ist ja ein Führungszeichen und ein Führungszeichen möchte sich durchsetzen. Und die Sonne, unser Persönlichkeitskern, ist hier auch weiter sehr, sehr schön mit der Venus in Umarmung, wie ich ganz vorne, also zu Anfang schon erwähnt habe. Und das ist eine Energie, die auch gerade wenn es um Venus geht, um die Liebesenergie, das Werben in der Liebe eine starke Rolle spielt. Und auch hier geht es um gemeinsame Ziele, etwas in Bewegung bringen zu wollen. Das ist alles darauf ausgerichtet. Und damit stehen in erster Linie natürlich Projekte, die Startkraft und die Herzblut verlangen, unter sehr guten Vorzeichen. Gesellige Unternehmungen sind natürlich ja auch von Esprit gekennzeichnet, weil das natürlich von Widder unterstützt wird, weil es ein Feuerzeichen ist. Und der Spaß und die Freude, das Miteinander soll hier natürlich auch nicht fehlen. Im Gegenteil, es soll richtig wieder gespürt werden, wie es ist, miteinander in Unternehmungen zu gehen. So, und jetzt geht es ja in die Osterzeit. Man ist also in der Osterzeit, wie wir das alle wissen, sehr gerne auch mit der Familie zusammen. Da geht es ja meistens um das Treffen in Familien. Ihr seht ja meinen Hintergrund. Ich habe mich schon ein bisschen auf die Osterzeit eingestimmt. Und hier geht es um dieses grundsätzlich in der Osterzeit sich diese Energie zunutze zu machen, weil es mit einer sehr erfreulichen Kraft verbunden ist. Es sei denn, natürlich die persönlichen Planetendispositionen würden dagegen sprechen, aber das kann ich natürlich sehr einfach herausfinden, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und du eine Beratung bei mir in Anspruch nimmst. Da kann man das sehr gut erkennen. So, es ist also auch eine Zeit, Widder ist ja auch Abenteuer. Also hier, da kann ein Sog entstehen, man möchte wieder raus, ja. Und unsere Sonne, die steht ja hier auch sehr kraftvoll und positiv zum Energieplaneten Mars. Ja, erstens mal steht sie im Widder, da ist der Mars ja der Planet, der zugehörige Planet zu Widder ist der Mars. Und Mars steht harmonisch, weil er in den Zwillingen steht. Und das ist natürlich auch eine Startkraft, die nochmal unterstützt. Und in den Zwillingen ist ja Mars sehr kommunikativ. Und hier steht er auch in Kombination noch mit
dem Mondknoten unserer gesellschaftlichen Lebensaufgabe. Das heißt also, hier sind auch gesellschaftliche Prozesse im Gange. Hier geht es um Weiterentwicklung. Es soll auch hier vorteilhafte Verbindungen wieder geknüpft werden, die zielführend sind. Und in dieser Woche kann man natürlich in jeder Hinsicht viel auf die Beine stellen und auch ein gesellschaftliches Miteinander feiern. So, und die Sonne und die Venus im Widder mit Mars und Saturn und Mondknoten sind hier in einem schwingenden Gleichklang. Und das verspricht auch allerhand prickelnde Erotik und auch schöne Liebeserfahrungen. Und wer jetzt zum Beispiel schon länger darüber nachgedacht hat, sich vielleicht fester zu binden oder Nägel mit Köpfen zu machen, dann sind hier die Voraussetzungen ganz gut gegeben. Saturn unterstützt das auf jeden Fall mit seiner Natur, der Disziplin, der Ausdauer, der Zugehörigkeit, etwas auch festzuschreiben. Ja? Und wer sich zum Beispiel in dieser Zeit das Ja-Wort gerne geben möchte, der hat natürlich hier einen guten Zeitpunkt gewählt. Nur das mal als Hinweis, man muss dann natürlich genauer gucken, wie die persönlichen Planetendispositionen im eigenen Horoskop dazu stehen. Auch das Liebeswerben allgemein gibt hier natürlich gute Chancen, dass man hier viele neue Verbindungen miteinander eingehen kann. Also Liebesverbindungen, aber auch Geschäftspartnerschaften, freundschaftliche Bande. Also hier ist allerhand in Bewegung. Die Energie ist leicht, weil sie mit Feuer und mit Luftenergie in Verbindung steht, also die beiden Elemente. Und da gehen die Dinge einfach auch ein ganzes Stück viel schneller. Das sind diese Zeichenenergie, gibt diese Qualität damit. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch so, dass einige Schwere, die wir in der Vergangenheit so erlebt haben, auch stückweise abfällt. Für die ganz typischen geprägten Erdzeichen kann das vielleicht jetzt so eine Zeit dauern, bis man das so richtig alles verarbeitet. Allerdings muss man da natürlich auch gucken, ob bei jemandem, der in einem Erdzeichen geboren ist, ob da auch Elemente von Feuer und von Luft mit Planeten besetzt sind, wo diese Energie dann auch fließen kann. Auf jeden Fall ist hier einiges richtig doll in Bewegung. Diese Änderung von dieser Energiequalität, die muss einfach auch erstmal Fuß fassen in einem selber. Wir kennen das ja vom Frühlingsbeginn, dass manchmal so eine Frühjahrsmüdigkeit sich anzeigt. Das hat aber auch was damit zu tun, wie man selbst in sich gestimmt ist auf diese Kraft. So, es ist auf jeden Fall wirklich also sagen wir mal so, ein begeisterter ein Frühlingserwachen, ein Frühlingsbeginn, der sowohl in der Natur als auch im Menschen sich jetzt richtig zeigt. Und dazu geht dann auch unser Denker und Planer, der Merkur, unser Geschäftemacher auch, ebenfalls zu dem Frühlingserwachen mit in den Widder. Und zwar am Ostersonntag, dem 4.4. um 4.42 Uhr. Und damit werden auch die geistigen Aktivitäten noch richtig auf Trab gebracht. Und das Lernen, das Kommunizieren und jeglicher Austausch, der geht jetzt ebenfalls ein ganzes Stück schneller. Es kann sein, dass natürlich da die Synapsen dann mächtig angestrengt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine Qualität, die sehr, sehr viel geistiges Erwachen auch mitbringt. Ja. Und zuvor wandert aber der Denker und Planer noch im Verbund mit Neptun. Und zwar bis zum 2.4. ist er da noch in Verbindung und da kann es natürlich noch allerhand verträumte Energien mit sich führen und man vielleicht auch die Dinge gar nicht so richtig schnallen, die gerade um uns herum passieren. Das passiert zum Beispiel bei einer Merkur-Neptun-Verbindung, dass man wie so traumwandlerisch in eine Richtung geht, zwar irgendwie dort ankommt, wo man hin möchte, aber man wusste gar nicht, wie man da hingekommen ist. Das ist immer eine spannende Geschichte. Und ab dem 31.3. bildet dann der Neptun unser Verschleierer. Jetzt kommt ein Spannungswinkel zum Mars in den Zwillingen. Das kann jetzt auch so gewisse Unpässlichkeiten hervorbringen. Da wir ja allerdings im Allgemeinen ziemlich gute Planetenpositionierung haben, wird jetzt diese Spannung auch ein Stück weit abgeschwächt. Sie ist also
erstmal auch gut geeignet, um spirituelle Aktivitäten in Bewegung zu bringen, weil diese Verbindung hat einfach auch ein gewisses horizonterweiterndes Potenzial. Man kann sich natürlich auch ein bisschen verirren. Also hier ist immer zu schauen, was kommt in mein Leben und wie kann ich das verarbeiten? Vielleicht verweilt man auch gerne in seinen eigenen Illusionen und muss erst mal schauen, was davon jetzt wirklich auf die Erde kommen kann, also was Wirklichkeitscharakter hat. Also gewisse Vorsicht ist natürlich auch angebracht bei Substanzen, die man zu sich nimmt. Also ob das jetzt bestimmte Medikamente sind oder auch wie soll ich das beschreiben, Alkohol oder alles das, was an Substanzen jetzt zu sich genommen wird, auch wenn man bestimmte Sachen isst. Einfach gucken, weil dieser Aspekt, den ich jetzt gerade genannt habe mit dem Neptun-Mars, der kann natürlich diese Wirksamkeit von Substanzen um ein Mehrfaches erhöhen. Also hier muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das Energiefeld erhalten bleibt, weil Wärme die Elemente Feuer und Wasser. Und entweder löscht Wasser Feuer oder Feuer heizt Wasser an, kann man so schön mal in die Metapher bringen, dann ist das etwas, wo das Energiefeld nicht so richtig funktioniert, wo man sich nicht so richtig einstimmen kann auf die momentanen Veränderungen und diese Entwicklung, die neue Entwicklung, die jetzt kommt. Einfach ein bisschen achtsamer sein auf seine eigenen Kräfte. So, und dann habe ich noch was Interessantes. Und zwar unser Glücksbringer Jupiter. Der Jupiter, der geht ab Samstag, dem 3.4. eine sehr begeisternde Verbindung mit Mars, unserem Energieplaneten, ein, der ja ebenfalls, wie schon angesprochen, in den Zwillingen wandert. Und da entsteht so eine Abenteuerlust. Also man möchte neue Erfahrungen machen und möchte sich einfach auch aktiv betätigen, rausgehen. Selbst die Spannung von Saturn, die wir ja momentan ständig mit uns führen, die also der Hüter und Begrenzer Saturn im Wassermann steht, wie wir wissen, in Spannung zu Uranus im Stier. Selbst diese Spannung unterbindet nicht diese optimistische Aufbruchsstimmung. Also diese Spannung hat immer was zu tun mit diesen Eingrenzungen, mit denen wir uns gerade so auseinandersetzen. Aber diese Aufbruchsstimmung, die ist sehr, sehr stark und da muss man selber merken, wie ist sie in mir, wie wächst sie in dir selber und wie viel möchtest du gerne jetzt an Aufbruchsstimmung in deinem Leben haben und zulassen und dann einfach auch die Dinge tun, die dir wichtig sind. Also diese Spannung, die ich gerade besprochen habe, die ist natürlich im Hintergrund weiter aktiv, weil sie auch die ganzen Prozesse im Hintergrund irgendwo koordiniert. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass diese Osterwoche eine sehr interessante Aufbruchenergie mit sich bringt und auch wunderschöne Momente mit sich führt, wo jeder für sich entscheiden kann, möchte ich das in mein Leben lassen und soll es jetzt Fuß fassen für mich, unabhängig davon, was an anderen gesamtgesellschaftlichen Kräften so kursiert. Das einfach mal für diese Woche möchte ich dir mitgegeben haben. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle bei dir und ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Osterwoche und bleibe in deiner Kraft, komm in deine Kraft und nutze, wenn du das spürst, einfach die Glücksmomente, die nötig sind, damit man die Dinge auch wirklich ins Leben lassen kann, die da kommen möchten. So, an der Stelle verabschiede ich mich jetzt erst einmal. Du kannst, wie du weißt, mich ganz leicht buchen unter www.bärbel-reuth.de/Beratung gehen und dann bekommst du ganz einfach bei mir ein Beratungsgespräch. Alles, alles Liebe von mir, Bärbel Reuth, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut. Bis zur kommenden Woche.